Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Am 8. Februar dieses Jahres feierte Juri Averbach seinen 100. Geburtstag. Damit ist er der älteste lebende Großmeister und der einzige Großmeister, der je dieses hohe Alter erreicht hat. Herzlichen Glückwunsch. 100 Jahre. Möchten wir das nicht alle werden, 100 Jahre? Was meint ihr? Gerne einen Kommentar hinterlassen. Averbach ist den Eltern unter euch definitiv ein Begriff. Er ist ein profilierter Autor, Schachtheoretiker, hat super viele Bücher publiziert und ich werde euch auch gleich ein Buch zeigen. Averbach war in den 50er Jahren absolute Weltklasse, gehörte zu den Top 10 der Weltrangliste und hat auch im Kandidatenturnier 1953 in Zürich mitgespielt, eines der berühmtesten Turniere aller Zeiten. Nach ihm ist auch ein Eröffnungssystem benannt in der königsindischen Verteidigung, das Averbach-System. Aber wie gesagt, noch mehr Berühmtheit erlangte er in der zweiten Hälfte seiner Karriere, seiner Schachkarriere, als Autor, Publizist, Trainer und Funktionär. Dieses Buch hier habe ich noch gefunden. Bauernendspiel von Juri Averbach. Das ist eins von vielen, vielen Büchern, das Juri Averbach veröffentlicht hat. Und ich hatte schon ein bisschen vergessen, dass ich ein Buch von ihm habe, weil ich habe viele Schachbücher und das sind so die älteren Bücher vom Sportverlag Berlin. Das war so in den 80er, 90er Jahren die Bücherschmiede für Schachbücher, kann man sagen. Kann man alle Eröffnungsbücher und Endspielbücher hat man sich immer gekauft von denen, vom Sportverlag Berlin. Lag überall rum, in allen Büchereien. Aus diesem Buch hier, das ist die Rückseite. So, ihr seht, ist gar nicht so klein, ne? Es sind 400 Seiten. Gar nicht so dünn. 400 Seiten nur über Bauernendspiele. Müsst ihr euch mal vorstellen, Bauernendspiele. Tolles Buch. Ich habe mir zwei Beispiele rausgesucht aus diesem Buch für euch, die ich mit euch durchgehen möchte. Das erste ist relativ einfach und beide Beispiele aus seiner Karriere natürlich. Das erste Beispiel, das habe ich schon mal gesehen. Ich meine, das ist eine Stappenmethode. Nummer 6 oder so, Heft 5 oder Heft 6, ich bin mir ziemlich sicher. Ist ein relativ einfaches Beispiel, versucht das mal zu lösen hier. Averbach gegen Bebchuk aus dem Jahr 1964 gespielt in Moskau. Wenn ihr es lösen wollt, könnt ihr gerne das Video pausieren, weil ich werde jetzt die Antwort nach und nach geben. Ein Hinweis hier, Motiv, Durchbruch, ne? Weiß ist am Zug natürlich und gewinnt. Wir sehen, Schwarz hat hier einen entfernten Freibauern auf der B-Linie. Der ist super gefährlich. Wenn Schwarz, zum Beispiel, wenn dieser König hier auf E5 stehen würde, dann wäre das trivial gewonnen für Schwarz, ne? Weil dann würde er einfach den Bauern loslaufen lassen, der weiße König würde abgelenkt werden und dann könnte der schwarze König hier einfach die weißen Bauern abgrasen, ne? Aber der schwarze König ist sehr weit weg und das kann Weiß nutzen für einen Durchbruch. Klassischer Durchbruch. Probiert es mal. Wir müssen natürlich versuchen, unsere Mehrheit hier ins Spiel zu bringen. E4, nach vorne. König C6 zurück. Schwarz eilt mit dem König zurück und macht Platz für den B-Bauern. Und jetzt natürlich, ja, was machen wir hier mit Weiß? Nicht König D4, das ist zu langsam, ne? Dann kommt König D6 und wehrt E5 ab. Nein, opfern. E5, klassischer Durchbruch. Bumm. Wir wollen Freibauern haben, mit denen wir eine neue Dame holen. E5. So, was macht Schwarz? Ja, er muss den Bauern nehmen, F schlicht E5. Weil König D7 ist nicht so gut wegen E6 Schach. Dann hat Weiß hier einen Freibauern, holt sich mit dem Bauern hier den Bauern ab und wird dann locker gewinnen. Gedeckter Freibauer ist zu stark. Schwarz nimmt, also F schlicht E5. Und jetzt geht es weiter natürlich mit G5. Hier gibt es zwei Optionen für Schwarz. H schlicht G5, das geschah in der Partie. Und wir gewinnen hier Weiß. Wie erfolgt hier der Durchbruch? Der Durchbruch in meiner Erkältung wäre auch nicht schlecht. Schon seit einer Woche erkältet. F6 hier. Und Weiß gewinnt. Das wäre hier der klassische Durchbruch. Und der H-Bauer läuft zur Dame durch. Der schwarze König ist zu weit weg, ne? Nach G5 gibt es noch einen anderen Zug, den wir uns kurz ansehen, und das ist König D6. Hier geht es weiter mit F6, König E6, F schlicht G7, König F7, G schlicht H6. Das ist interessant hier und die weitaus schwierigere Variante.
B5. Wie gewinnt hier Weiß? Jetzt hat Schwarz auch zwei Freibauern. Na? Und das sieht super gefährlich aus. Wie gewinnt hier Weiß? König E4. Wir greifen den Bauern E5 an. B4. Mhm. Und jetzt? Der schwarze Bauer droht durchzurennen. Natürlich wieder zurück. König D3. Ist so ein bisschen auch Ausschlussverfahren. Geht nicht anders. Und jetzt gewinnt Weiß. Er droht mit König C4. Hier den Bauern abzuholen. Wenn jetzt Schwarz abwartet mit König G8 zum Beispiel, kommt König C4. E4, König schlägt B4, E3, König C3 und der weiße König ist im Quadrat des Bauern hier. Ja, das war das erste Beispiel. Schauen wir uns noch ein Beispiel an. Das hier. Und das ist weitaus schwieriger. Das ist so ein bisschen für die Profis unter euch. Aber ich hatte Lust, dieses Beispiel mit euch durchzugehen, weil es ist einfach zu verstehen, aber extrem schwierig zu rechnen. Weiß am Zug, Averbach hier, gegen Wladimir Tukmakov, gespielt in 1982 in Kislovodsk. Weiß ist dran. Worin besteht der weiße Vorteil? Versucht erstmal festzustellen, warum steht Weiß überhaupt besser? Das ist ganz wichtig. Das ist Verständnis. Weiß steht besser aus hauptsächlich einem Grund, und das ist, er hat die Möglichkeit, einen entfernten Freibauern zu bilden mit F3, G4, H5 hier. Und die Profis unter euch wissen, entfernte Freibauern sind sehr stark. Eine zweite kleine Geschichte ist, er hat noch ein Reservetempo hier. Der Bauer kann noch einen ziehen, B4. Reservetempi sind sehr wichtig in Bauernendspielen. Während Schwarz die Bauern hier am Damenflügel festgelegt sind, die können nicht mehr ziehen. Allerdings ist Schwarz am Zug hier. Schwarz begann hier mit G5. Ein starker Zug. Was würdet ihr ziehen? H5 ist ganz schlecht. Das wäre zwar ein Freibauer, aber dann spielt Schwarz G4 und holt sich den Bauern H5 ab mit König G5, König schlicht H5. Das ist ganz schlecht. In der Partie geschah H schlicht G5 und das ist ein Fehler. König schlicht G5, F3. So, Weiß bastelt jetzt wieder daran, einen entfernten Freibauern zu kreieren. Schwarz muss zurück, König F6, König D3, König E6 und hier G4. So, das ist der entfernte Freibauer. Kleines Problem hier. Schwarz kann E4 Schach spielen. König E3, E schlicht F3, G5 probierte Weiß noch, F2. Ja, und hier wurde die Partie Remis gegeben, wegen König schlicht F2, F4, König F3, König F5, G6, ablenken, er nimmt den raus, König schlicht F4, König F6 und Schwarz hat die Opposition und das wird jetzt Remis. Ne, beide laufen rüber und das ist gleiche Bauernzahl, das ist Remis. Wir gehen mal zurück hier nach König E3. F schlicht E4 ist natürlich ganz schlecht wegen F schlicht G4. Und dann dreht sich das Spiel um. Jetzt hat Schwarz hier einen entfernten Freibauern und wird das gewinnen. Na? Das ist nicht gut. Übrigens hier bei G4. Was Weiß vorhat, war das hier. F schlicht G4, F schlicht G4. König D5. G5, E4, König E3, König E5, G6, König F6, König schlicht E4, König schlicht G6, König E5 und der weiße König läuft rein und wird den schwarzen Bauern hier erobern. Ne? So, jetzt gehen wir mal zurück an den Anfang, nach G5. Wie gewinnt hier Weiß? Das ist echt schwierig, Leute. Vor allen Dingen, das richtig zu berechnen, ist unheimlich schwierig. Und ja. Übrigens, das 1982, da war Averbach schon 60 Jahre alt. Ne? Das ist schon echt, da war er schon ein bisschen älter. Er hat doch bis zu seinem, glaube ich, 70. Lebensjahr Elo-gewertete Partien gespielt. Bis zum Jahr 1992. Wobei ich
gelesen habe, dass er seine professionelle Karriere schon mit 40 beendet hat, also 1962 im Prinzip schon, und sich dann halt auf diese publizistischen Tätigkeiten, Autorentätigkeiten, Funktionärstätigkeiten konzentriert hat. So, Weiß gewinnt hier mit König D3. Der weiße König möchte rüberlaufen. G-Schlicht H4, G-Schlicht H4. Das sieht logisch aus. Es sind ein bisschen, aus weißer Sicht, ein bisschen, hat man ein bisschen Angst, weil der Bauer isoliert wird. König G6, König C4. F4 hier. König H5 bringt nichts, den König hier, ne? Und dann. Sowas zum Beispiel, sowas. Sowas. Und jetzt haben wir dieses Reservetempo hier, ne? B4 zum Beispiel. Und dann muss der schwarze König weg und dann gewinne ich den Bauern. Das Reservetempo ist unheimlich wichtig in vielen Varianten. Die Analyse von Averbach damals ging weiter mit F4. In dem Buch hier, ne? Was ich euch gezeigt habe. Das ist ja aus dem Buch. Und da habe ich die Analyse draus genommen. Das Buch ist übrigens aus dem Jahr 1988. Und wir werden gleich erkennen, dass damals ohne Engine wurden auch Fehler publiziert. Hier gewinnt Weiß mit dem wunderschönen Ablenkungszug H5. Das hat Averbach auch richtig analysiert. Der König, der wird abgelenkt. König schlägt H5. Und jetzt gewinnt Weiß so, wie ich es gerade gezeigt habe. König D5. Nicht ganz, Moment. König G4. Und hier gibt es nur einen Gewinnzug. Nee, zwei Gewinnzüge. Aber Averbach gibt nur einen Gewinnzug an in seinem Buch. Man kann jetzt hier nehmen auf E5. König F3. Und hier gewinnt Weiß. Mit dem schönen Zug König F5. Das hat Averbach damals übersehen. Er zeigte hier nur B4 an. Aber wir werden sehen, warum das Reservetempo unbedingt aufbewahrt werden muss. Mit König F5 hier. König schlägt F2. König schlägt F4. So, jetzt rennen beide König rüber. Beide Könige rüber. König E2, König E5, König D3, König D6, König C3, König C7. Wenn jetzt dieser Bauer hier auf B4 stünde, dann könnte Schwarz auf B4 schlagen und den A5 attackieren. Und das ist der Unterschied. Mit dem Bauern auf B3 allerdings geht das nicht. König schlägt B3, König schlägt B7, König B4, König schlägt A6. Und hier gewinnt Weiß. Ne? König C5, König B7 und der Bauer läuft durch. Im Übrigen hier noch eine letzte Variante. Wenn Schwarz hier König B4 spielt, um den anzugreifen, wie setzen wir hier fort mit Weiß? Natürlich schlagen wir nicht auf B7, weil dann schlägt Schwarz hier auf A5. Und dann ist es Remis, ne? Weil Schwarz holt sich den B3 ab. Ja, ist das überhaupt Remis? Ja, ich glaube schon. Wegen B4, ne? Insufficient Material. Genau. Wir müssen natürlich hier mit Weiß an der Stelle König B6 sperren. Ne? Den Bauern decken. Und nach König schlicht B3, König schlicht B7 haben wir die Variante, die ich gerade gezeigt habe. König B4, König schlicht A6. Ja, schwieriges Endspiel. Aber so sind Bauernendspiele in der Praxis. Häufig extrem schwierig zu berechnen. Einfach zu verstehen teilweise, aber unglaublich schwierig zu berechnen. Juri Averbach, 100 Jahre alt, der älteste Großmeister der Welt. Ich habe ihn hiermit in einem kleinen Video vorgestellt. Ich hatte schon ganz vergessen, dass ich ein Buch von ihm besitze. Zeige es gerne nochmal. Ich glaube, dieses Buch ist ein kleines Schätzchen. Ich habe geguckt auf Amazon. Das gibt es nicht unter 40 Euro. Gebundene Ausgabe. Wahrscheinlich gibt es ja keine einfach mehr zu erhaltenen Exemplare. Sollte ich mal wieder reinschauen. Wirklich schönes Buch. Okay, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und checkt auch meine anderen Kanäle aus. The Big Rig Highlights, The Big Rig Shorts. Würde mich freuen. Macht's gut. Bis dann.